So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute aus meiner Top 10 Liste die Nummer 9, Hunted Kobayashi Tower. Meine Top 10 Liste der Solospiele habe ich euch auf dem Kanal von Brettspielblog, linke ich euch hier oben, vorgestellt und habe dann auch auf meinem Kanal dazu noch eine Anmerkungsvideo vorgestellt, live gegeben. Seit dem Video habe ich eine Menge neue Abonnenten bekommen, herzlichen Dank dafür. Seid willkommen auf diesem Kanal und ich habe versprochen, ich spiele meine Top 10 jetzt nach und nach nochmal als Let's Plays mit euch durch. Die Nummer 10 war letzte Woche dran, das war Under Falling Skies. Jetzt kommt Hunted Kobayashi Tower. Das ist ein Spiel von Gabe Barrett, von Barrett Publishing. Das Artwork ist von Jorge Velez und das ist ein Kickstarter gewesen, der im Zusammenpack mit einem zweiten Hunted-Spiel, der Mining Colony 415 war, anderes Thema, ähnliche Spielmechanik oder sagen wir mal gleiche Grundidee, aber etwas andere Entscheidungsmechanik. Darum geht es aber heute nicht, es geht heute um Kobayashi Tower. Und wir bewegen uns hier letztlich, sagen wir mal, auf dem Niveau von Stirb langsam, aber ohne Lizenz. Wir müssen uns durch den Kobayashi Tower arbeiten, unsere Frau retten, die als Geisel von Terroristen gefangen wurde, und unterwegs müssen wir uns natürlich diverser Terroristen entledigen. So, ein bisschen was habe ich hier schon aufgebaut, den Rest müssen wir noch vorbereiten. Ihr seht hier vor euch ein Playerboard in Anführungszeichen für den Solospiel, für den Solo-Modus. Es ist eigentlich auch ein reines Solospiel, es wird aber auch, es gibt einen Zweispieler-Ergänzungsmodus, dafür brauchst du noch ein paar Karten, noch extra Würfel, die mit dabei liegen. Darum kümmern wir uns aber heute nicht. Habe ich auch noch nicht zu zweit gespielt. Ist für mich ein reiner Solo-Crawler. So, wir haben hier unsere Gesundheit abgetragen. Von 6 bis 1 runter. Und wir haben unsere Zeit. Wir beginnen mit 20 Zeit. Und ihr seht das hier. Bei der Gesundheit von 6, 5 oder 4 können wir 2 Würfel für Proben verwenden. Ab einer Gesundheit von 3 und weniger dürfen wir nur noch einen Würfel für Proben verwenden. Wie die funktionieren, zeige ich euch. Dann haben wir unsere Handfeuerwaffe, mit der wir starten, die hat 4 Schuss, das sind 4D6, steht auch drauf, 6, und es sind 3 Magazine dabei, 1, 2, 3, die lade ich auf die Karte drauf. Die anderen Magazin-Token, die wir hier so haben, und weitere Token, die wir vielleicht im späteren Verlauf des Spiels brauchen, die lege ich erstmal zur Seite, die hole ich dann ins Bild, wenn sie benötigt werden. Und erkläre sie dann auch jedes Mal. So, dann haben wir noch ein paar Würfel und noch einen zusätzlichen Marker, der ist für den Zweispieler-Modus. Ein paar zusätzliche Würfel, die werden dann gebraucht, wenn weitere Waffen ins Spiel kommen, insbesondere die D8 und die D10. Interessanterweise hat die Fabrik noch ein D12 mit reingelegt in alle Beutel aller Spieler, obwohl der im Spiel nie gebraucht wird. Also wer noch ein W12 extra übrig hat oder noch sucht, in diesem Spiel ist einer über. So, die 2W6 hier, die weißen, sind für die Proben. Legen wir hier drauf. Und dann schauen wir uns die eigentliche Mechanik des Spiels an. Wir haben hier, die Story ist die, dass wir unserer Frau zum Geburtstag eine Schachtel Pralinen ins Büro bringen wollen, aber nicht mitgekriegt haben oder nicht wussten, dass in dem Hochhaus sich jetzt Terroristen aufhalten und die unsere Frau dann als Geisel genommen haben. Der Oberbösewicht heißt hier Lars, hat unsere Frau dann aufs Dach entführt und wir haben hier eine ganze Menge Räume, durch die wir uns durcharbeiten müssen, in denen wir verschiedene Dinge erleben. Um das Deck jetzt vorzubereiten, nehmen wir 14 Karten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Da bleiben ein paar übrig, das sorgt also für ein bisschen Varianz. Und von den 14 Karten nehmen wir die obersten 2 und nehmen die Dachkarte, die Bosskarte sozusagen, und mischen sie darunter, sodass wir jetzt nicht genau wissen, wie viele Räume wir durchsuchen müssen. Wir wissen, in den letzten 3 Räumen ist irgendwo das Dach. So, und darüber kommen die anderen. Das ist also unser Deck, durch das wir uns durcharbeiten müssen. Wie machen wir das? Wir haben hier die sogenannten Hunted Cards. Die legen wir nach und nach auf. Decken die auf und erleben dabei ja die Geschichte, wie wir uns durch diesen Tower durcharbeiten. Und die Karten, ich nehme jetzt erstmal einfach 2 raus, ich mische sie nachher nochmal neu. Die funktionieren immer so, in diesem Fall ist es die Handgranate.
Die sagt hier oben, was es für ein Icon ist, wenn man sie aktiviert. Sie sagt hier unten rechts, was man an Symbolen bezahlen muss aus der Kartenauslage, praktisch ablegen muss, um diese Karte aktivieren zu können. Und hier oben links steht abgezeichnet, was es hier an Tokens, was dieses Icon zur Verfügung stellt, mit dem man andere Karten bezahlen kann. Das heißt, die Entscheidung wird immer sein, beispielsweise jetzt, wenn ich eine Tür oder einen Flur habe, habe ich hier mit dieser Handgranate zum Beispiel ein Move-Icon, ein Bewegungs-Icon. Das kann ich ausgeben, um durch die Tür zu gehen und dadurch einen Raum zu aktivieren, einen Raum zu betreten, oder durch den Hallway zu gehen, so durch den Flur. Ich kann aber auch dieses Such-Icon von dem Hallway kann ich auch aufgeben, in Anführungszeichen, um dann mit einem zweiten Such-Icon, haben wir hier, von einem anderen Flur, die beiden aufzugeben aus meiner Reihe, um die Granate in mein Inventar zu nehmen und dann mit einem D8 zu versehen, einem W8, Würfel, Dice. Das sind die Entscheidungen, die ich treffen muss. Und hin und wieder stoßen wir auf Terroristen und ihr seht, die werden aktiviert, wenn zwei Lärm-Icons auftauchen. Das seht ihr zum Beispiel hier bei den Fluren. Wenn man durch den Flur geht, entsteht Lärm, dann könnten uns die Terroristen bemerken. Wenn zwei davon in der Reihe liegen, ihr seht gleich, wie das funktioniert, dann werden die Terroristen auf jeden Fall auf uns aufmerksam und wir müssen kämpfen. Und die zweite Möglichkeit, wie Terroristen auf uns aufmerksam werden, ist, dass wir eine zweite Terroristenkarte aufdecken und dann müssen wir auf jeden Fall gegen den Stärkeren kämpfen. Gegen zwei Terroristen können wir uns nicht gleichzeitig verstecken. So, und wie das jetzt alles im Zusammenhang funktioniert, gucken wir uns einfach bei einem Spiel an. Die Pralinenschachtel gibt uns übrigens noch einen Bonus. Wir können nämlich diese Pralinenschachtel einfach mal weggeben, discarden, abwerfen, um jede beliebige Zahl von Würfeln nochmal zu werfen. Das ist also praktisch der Joker. Hier ist noch eine Referenzkarte. Wenn man die Icons mal nicht so im Blick hat, ist da nochmal alles drauf zum Nachschlagen. So, wir schauen. Wir beginnen einfach, indem wir die Karte aufdecken und finden jetzt hier als erstes schon eine interessante Karte, das Regroup. Das gibt uns ein Move und ein Search-Icon, gibt aber auch Lärm. Wir können jetzt eine Zeiteinheit aufgeben, um uns einen +2-Marker, dieses Token hier, ja, hinzulegen, um einfach mal zwei auf einen beliebigen Würfelwurf dazu zu addieren. Und zwar, meines Wissens nach, wir gucken in die Anleitung, das ist die hier. Wir schauen hier, Regroup. Ja, für jeden Würfelwurf können wir das Token dann ausgeben, um einfach zwei dazu zu addieren. Wollen wir das jetzt schon tun? Ja, wir geben die Zeit auf und kriegen dafür dieses Token hier. Das lege ich mal hier mit dazu. Und damit ist die Karte aber auch raus. Die kommt auf die Ablage. Dann fangen wir weiter oder machen wir weiter. Hier finden wir eine Tür. Dafür brauchen wir aber einen Schlüssel, um sie zu aktivieren. Und die würde uns die Auswahl zwischen zwei Raumkarten geben. Durchaus spannend. Wir bräuchten aber den Schlüssel. Dann decken wir weiter auf. So ein bisschen Push Your Luck, zwei Terroristenkarten oder zwei Lärmkarten und ein Terrorist und wir müssen kämpfen. Wir schauen. Hier haben wir einen Test, den müssen wir sofort ausführen. Hier steht drauf, führe einen Test aus. Bei Erfolg schmeiß entweder einen Terroristen aus der Auslage ab oder ziehe so lange Karten, bis du einen Terroristen findest, schmeiß den ab und misch neu. Den Test führen wir wie folgt aus. Wir nutzen die zwei Würfel, die uns erlaubt sind und stellen jetzt fest, den Test haben wir nicht bestanden, denn mindestens ein Würfel muss eine 5 zeigen und wir dürfen nicht addieren. Jetzt könnten wir schon die +2 einsetzen, aber in Anführungszeichen nur dafür, dass wir einen Terroristen ablegen können, würde ich das jetzt im Moment noch nicht tun in so einer frühen Phase. Der Test ist also nicht bestanden. Hier passiert aber auch nichts, wenn der Test fehlschlägt. Also legen wir die Karte nur ab. Die Tür bleibt liegen, wir ziehen weiter. Noch ein Test. Hier gibt es aber auch einen Fail, dann würden wir zwei Schaden nehmen und dann wird der Test schon spannender. Wir haben hier das gleiche wie hier, wenn wir den Test erfolgreich bestehen, ziehen wir so lange Karten, bis wir einen Terroristen finden, den können wir ablegen. Den Test wiederum bestehen wir mit Bravour, eine 6, eine 5, also mindestens eine 5. Haken dran, haben wir bestanden, jetzt ziehen wir so lange Karten, bis wir einen Terrorist finden. Da ist er. Der kommt weg. Die anderen mischen wir unter.
Und damit ist eine Bösewichtkarte weniger im Deck. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann geht's weiter. Eine Rauchgranate. Die gibt uns nicht den Schlüssel für die Tür. Allerdings gibt uns die Tür, wenn wir die Tür aufgeben sozusagen, das Such-Icon, das Lupensymbol, um die Rauchgranate in unser Inventar zu nehmen. Aufpassen, beide Karten zeigen auch das Lärmsymbol. Wenn wir jetzt einen Terroristen aufdecken, wird er auf jeden Fall sofort auf uns aufmerksam und wir müssen kämpfen. Wollen wir das? Wollen wir das Risiko eingehen? Das ist jetzt die Entscheidung. Push your luck ein bisschen. Ich würde ja gerne durch die Tür, weil ich durch Räume gehen möchte. Das ist ja das eigentliche Ziel, was ich habe. Ich habe ja nicht das Ziel, mein Inventar vollzustopfen. Wir ziehen weiter. Und zack, passiert das, was ich angekündigt habe. Wir müssen gegen einen Terroristen kämpfen, weil die beiden Karten genug Lärm machen. Wir müssen gegen ihn hier kämpfen. Und jetzt schauen wir uns den Kampf an. Wir müssen jetzt entscheiden, wie wir gegen diesen Terroristen der Stufe 3 kämpfen wollen. Dazu müssen wir uns überlegen, wie viele Schuss wir abgeben wollen. Und ich denke, mit 2 Schuss sollte das reichen. Wir würfeln 2 Schuss aus unserem Magazin. Keiner davon, das kostet übrigens Zeit, das Schießen. Keiner davon ist eine 3 oder höher. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann das jetzt akzeptieren, muss dann dafür einen Schaden nehmen, weil ich dann nochmal werfen muss mit den nächsten beiden Kugeln. Oder ich sage, ich lege hier das Zweier-Token drauf, addiere das zusammen, bin bei 4 und habe den Terroristen besiegt. So machen wir das. Wir geben das Token also auf. Sind die beiden schusslos, die sind jetzt raus, haben den Terroristen besiegt. Und der zeigt uns eine plus 1, das heißt, ich darf eine Karte aufdecken. Und wenn das ein Item oder eine Geisel oder eine Waffe ist, dann darf ich es in meinem Inventar behalten. Ist es nicht. Dann muss ich diese Karte aber zurückschieben. Wieder ins Deck mischen. So, dann geht's weiter. Wieder ein Regroup-Token. Das holen wir uns wieder. Wir geben uns wieder Zeit aus, holen uns wieder eine plus 2 und haben die Karte aktiviert, sozusagen. Und jetzt finden wir das Funkgerät. Dafür brauchen wir 2 Search-Icons. Die haben wir aber hier noch nicht liegen. Das wird spannend. Hier sind wir in einem Flur. Und jetzt gebe ich das Move-Icon von dem Funkgerät, das gebe ich auf, um durch den Flur zu gehen. Und damit komme ich in einen Raum. Das ist dieser hier. Das ist jetzt die Küche. Wir müssen einen Test durchführen. Wenn wir erfolgreich sind, können wir die ersten 3 Karten vom Location Deck hier ziehen und in beliebiger Reihenfolge zurückschieben. Und wenn wir verlieren diesen Test, dann müssen wir 2 Zeiteinheiten aufgeben. Aber den Test haben wir bestanden, da ist die 5. Also schaue ich mir die ersten 3 Karten an und sehe die Krankenstation, das Warenlager und eine Baustelle. Die Nurses Station, da kann ich mich heilen, wenn ich das möchte. Die brauche ich noch nicht so früh. Die will ich vielleicht später haben. Die lege ich also als untere von den dreien. Die Baustelle, muss ich einen Test durchführen. Der würde mich 2 Damage kosten, wenn ich den Test versemmle. Und hier kann ich nach Items suchen. Das will ich vielleicht als erstes tun. So, damit ist die Küche abgehandelt und geht auch auf eine Ablage. Und dann geht es weiter mit unseren Karten. Auch hier muss ich wieder einen Test machen. Ein Standoff. If you fail, take 1 damage and discard a hostage. Eine Geisel habe ich nicht, die ich ablegen könnte. Möchte ich einen Damage nehmen oder sage ich, ich möchte auch hier wieder eine plus 2 opfern sozusagen? Ne, ich nehme mal den Damage. So, und dann geht es wieder weiter. Die Bazooka. Das ist eine Kickstarter-Promokarte. Die ist in dem Retail-Spiel nicht drin. Zum Retail komme ich noch, zur Situation dort. Eine starke Waffe mit einem 10er-Würfel und 3 Nachlademöglichkeiten. Aber sie braucht auch 3 Search-Icons. Dann habe ich hier den
Die Ablenkung, den Bürostuhl, ihr erinnert euch hoffentlich alle an den Film Stirb langsam, da spielt der ja auch eine Rolle. Den könnten wir jetzt uns holen in unser Inventar. Der würde uns einen Reroll, einen neuen Wurf ermöglichen. Dafür müssten wir nur die Bazooka aufgeben. Das machen wir mal. Wir geben die Bazooka auf mit dem Move-Icon und das Move-Icon setzen wir ein und nehmen den Bürostuhl in unser Inventar. Die Inventarreihe hier darf übrigens so beliebig lang werden. Da gibt es kein Limit. Dann geht es weiter. Jetzt haben wir einen Flur, einen Terroristen, eine Tür. Die gibt uns ein Move-Icon für den Flur, aber den Schlüssel für die Tür haben wir hier noch nicht liegen. Wir ziehen weiter. Und jetzt haben wir zweimal Lärm aufgedeckt. Schade eigentlich, weil mit den zwei Move-Icons hätten wir hier durch den Flur gekonnt zum nächsten Ort. Aber wir haben zweimal Lärm aufgedeckt. Das heißt, die Reihe wird komplett abgeräumt und wir müssen gegen den Terroristen kämpfen. Das ist ein Vierer-Terrorist. Auch da wollen wir erstmal zwei Schuss abgeben. Das kostet Zeit. Und die 4 ist erreicht. Hier gilt jetzt nicht die Aufgabe vom Test, mindestens 5 zu erreichen, sondern es gilt der Wert, der hier oben steht. Die 4 ist erreicht, das heißt, der Terrorist ist getroffen, erledigt. Und wir haben ein Item, was wir kostenfrei in unser Inventar nehmen können. Noch einen Bürostuhl. Jetzt ist aber unsere Pistole leer und wir haben noch 3 Magazine zum Nachladen. Nachladen kostet aber Zeit. Das heißt, das werden wir erst dann tun, wenn es notwendig ist. Wir werden also noch ein bisschen warten. Finden ein Medikit. Müssen einen Test durchführen. Da gibt es eine Explosion. Den Test haben wir bestanden. Da passiert nichts. Nur im Fehlerfalle wäre uns Schaden zugefügt worden. Hier sind 2 Terroristen. Ihr seht das mit den Werten 3 und 4. Aber die sind im Moment nur, schleichen die rum und wir haben noch nicht ausreichend Lärm, um sie auf uns aufmerksam zu machen. Jetzt haben wir aber das Problem, da kommt der zweite oder die nächste Terroristenkarte. Das heißt, wir müssen jetzt gegen die stärkere Karte kämpfen. Jetzt müssen wir erst nachladen, das kostet einmal Zeit, müssen das Magazin aufgeben, kommen wieder auf 4 Schuss. Und bei 2 Terroristen würde ich vorschlagen, ist meine Idee, schießen wir auch 4-mal. Und stellen jetzt fest, die 5 erledigt den 4er-Terroristen. Aber die anderen Karten sind alles nur Einsen. Die reicht aber mit der plus 2. Die geben wir wieder auf. Die anderen beiden Schuss sind auch weg. Die beiden Schuss sind weg. Damit haben wir das Terroristen-Duo besiegt und können jetzt 2 Karten aufdecken. Und sollte eine davon ein Item sein, dürften das behalten. Ist jetzt nicht der Fall. Müssen wir wieder untermischen. So, dann geht das wieder weiter. Das Dumme ist, wir kommen hier leider nicht so schnell durch unseren Ortskartenstapel durch. So, jetzt wird es interessant wieder durch den Flur. Und die Handgranate, die lassen wir jetzt weg, geben das Move-Icon ab und gehen wieder durch den Flur zu einem neuen Ort. Das ist das Lager. Und ich kann eine Zeit aufgeben, um 4 Karten zu ziehen. Und wenn eine von denen ein Item ist, dann darf ich diese Karte in mein Lager legen. Ich gebe also eine Zeit auf. 4 Karten, das ist die Taschenlampe, die könnte ich benutzen. Ich darf nur Gegenstände, keine Geiseln oder keine Personen in mein Inventar tun. Das wäre nämlich der Mr. Kobayashi. Das wäre die Tür und das wäre noch ein Test. Das heißt, das einzige Item, was ich nehmen kann, ist die Taschenlampe. Die nehme ich in mein Deck, in mein Inventar. Die anderen muss ich reinmischen. Ich habe die Karten übrigens nicht gesleeved. Ich sleeve sehr ungern. Das einzige Spiel, das ich gesleeved habe, ist Imperium, weil ich das deutlich öfter spiele. Die Kartenqualität hier ist aber okay. Das sind nicht die allerbesten, aber auch nicht die allerschlechtesten, die ich je gesehen habe. Das Lager ist abgehandelt. Wir haben die Taschenlampe bekommen, was gibt die uns? Die kann ich abgeben, um 3 Karten zu ziehen. Wenn ich dabei eine Geisel finde, kann ich sie ins Inventar nehmen und den Rest muss ich reinmischen. Will ich das direkt tun? Das mache ich mal. Ich gebe die Taschenlampe auf. 1, 2,
3 und ihr seht, ich habe tatsächlich eine Geisel gefunden, nämlich den Agent O'Neill, einen FBI-Agenten. Und den kann ich jetzt in mein Inventar nehmen, um dann zu sagen, wenn ich ihn umdrehe, könnte ich ein Such-Icon weniger für eine Waffe bezahlen, die ich eventuell aufdecke. Dann nehme ich den jetzt mal in Agent O'Neill. Die anderen muss ich wieder reinmischen. Okay, und weiter geht's. Aufdecken. Wieder ein Regroup. Ja, so eine plus 2 ist eigentlich immer nett. Eine Tür, aber wir brauchen den Schlüssel. Das ist spannend. Dieser Flur gibt uns das Schlüsselsymbol, mit der wir diesen Raum, diese Tür betreten können. Das heißt, wir geben den auf, aktivieren diesen Raum und jetzt haben wir die Möglichkeit, also zwei Karten aufzudecken und einen davon müssen wir ausführen, den anderen legen wir einfach so ab. So, die Baustelle legen wir einfach so ab und die Krankenstation, hier darf ich eine Zeit aufgeben, um zwei Gesundheit zu bekommen. Das mache ich mal. Mir fehlt zwar nur eine Gesundheit, aber es gibt viele Karten, wo ich zwei Schaden kriege und dann würde ich mit zwei Schaden schon auf die 3 runterfallen und das möchte ich vermeiden. So, jetzt finden wir die Granate. Noch eine Granate. Noch einen Flur. Einen Terroristen. Der würde jetzt, das seht ihr an diesem Symbol hier, wenn er Schaden macht in einem Kampf, nicht zuerst mir Schaden zufügen, sondern erst einer Geisel, die ich dann abwerfen musste. Okay. Hier brauche ich zwei Move-Icons. Ich habe aber erstmal nur eins. Ich will ja durch das Ortsdeck durch. Ja, so machen wir das. Wir haben jetzt zwei Move-Icons. Diese Geisel lasse ich praktisch links liegen und gehe durch den Flur, aktiviere den Ort. Bin jetzt im Geschenkeladen oder im Andenkenshop von diesem Turm, Bürohaus. Oh, das ist nicht schlecht. Ich könnte entweder die Pralinenschachtel wieder zurücknehmen, falls ich sie ausgegeben hätte, habe ich noch nicht, oder bekomme eine Zeiteinheit zurück. Sehr gut. Aber der Terrorist schleicht noch rum. Munition. Noch ein Flur. Noch eine Tür. Jetzt geben wir die Tür auf und die Munition und gehen durch den Flur in den nächsten Raum, zur Wachstation. Und hier könnte ich zwei Zeit aufgeben, bis ich eine Waffe in meine, so lange Karten ziehen, bis ich eine Waffe finde und die in mein Inventar nehmen. Puh, ich glaube, das mache ich mal. 1, 2, und jetzt ziehe ich so lange Karten, bis ich eine Waffe finde. Das ist in diesem Falle die Schrotflinte und die darf ich in mein Inventar nehmen. Den Rest muss ich natürlich wieder zurückmischen. Und jetzt habe ich die Schrotflinte in meinem Inventar und die bekommt, das seht ihr jetzt hier, zwei Magazine zum Nachladen und zwei D10. So, die 10 sind hier die weißen Würfel. Ihr seht das jetzt gerade noch so am Rande der Karte. Da das aber eine aktive Waffe ist, lege ich die mal nach hier. Die Bürostühle kommen mal nach rechts. So. Dann sind wir wieder einen Raum weiter. Dann geht's weiter. Oh, die Granate, die poltert hier ein bisschen rum. Zweiter Terrorist, gegen den stärkeren muss ich kämpfen, alles andere kommt weg. Und gegen den 4er Terroristen nutze ich jetzt einen Schuss aus der Schrotflinte. Das reicht hoffentlich. Das ist eine 7, wir sind höher als die 4. Das passt, damit ist der Schuss vergeben. Und der ist besiegt und wir dürfen eine Karte ziehen. Ist kein Gegenstand, den wir aufnehmen können, müssen wir also wieder untermischen. Upsa. Ungeschickt. So, dann geht's weiter. Noch ein Test. Bei Erfolg gewinnen wir Zeit.
Bei einem Fehlschlag müssen wir einen Dreier-Terroristen bezwingen. Aber den haben wir erfolgreich bestanden. Wir gewinnen also ein Zeit zurück. Und wieder ein Terroristen-Double. Ein Flur, in dem es aber still ist. Und noch ein Terroristen-Double. Jetzt müssen wir gegen das stärkere Double kämpfen. Das ist rechts hier dieses. Halt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte eben bei dem Schuss mit der Schrotflinte, muss ich ein Zeit ausgeben. So. Tja. Ein Terroristen-Double mit 3 und 4. Wir laden unsere Pistole neu. Geben ein Magazin aus. Bekommen 4 Schuss. Und wir schießen auch mit allen 4 Kugeln auf die 2 bösen Jungs. Und eine 5 und eine 4 sind mehr als eine 3 und eine 4. Und damit sind die 2 auch erledigt. Wir bekommen also keinen Schaden. Haben aber alle 4 Schuss wieder vergeudet und dürfen jetzt 2 Karten ziehen. Und eine ist ein Item, das ist nämlich die Rauchgranate. Die behalten wir auch. Und den anderen müssen wir zurückmischen. So, dann geht's weiter. Eine Taschenlampe. Eine Geisel. Hier könnten wir einen D8 zu einem Test-Roll dazufügen, aber wir brauchen ein Search-Icon. Das haben wir noch nicht. Das Funkgerät. Damit könnte man einen Terroristen ablenken, beziehungsweise ablegen aus den obersten 3 Karten. Dafür brauchen wir 3 Search-Icons, die haben wir auch nicht. Langsam wird hier die Reihe voll. Noch eine Geisel. Den Sergeant Pratt. Die bringt uns einen Schlüssel. Einen Schlüssel würden wir dafür ausgeben können, wenn wir jetzt hier einen Raum hätten. Das hilft uns alles nicht. Wir brauchen hier für all diese Karten brauchen wir sogenannte Search-Icons, die Lupensymbole, haben aber tatsächlich nur Move-Icons oder den Key, den Schlüssel. Das bringt uns alles nichts. Wir müssen also weitermachen. Jetzt haben wir ein Maschinengewehr, aber auch hier das Gleiche. Wir müssten das mit Search-Icons bezahlen, haben aber nur Move-Icons hier liegen. Einen Test, den müssen wir sofort ausführen. Haben wir bestanden. Nur im Fehlschlag hätten wir jetzt Schaden genommen und eine Geisel ablegen müssen. Und Glück gehabt. Lärm ist übrigens jetzt genug hier unterwegs gerade. So, dass wir jetzt gegen dieses Terroristenpaar kämpfen müssen. Na super. Was setzen wir ein? Wir setzen jetzt unsere Rauchgranate ein, ablegen und einen D6 zu einem Kampfwurf dazufügen. Nehmen einen D6 und nehmen den letzten Schuss aus der Schrotflinte. Und mit den 2 Würfeln hoffen wir, ja, D7, einen haben wir getroffen, den anderen nicht. Wir würden auch mit dem plus 2 nicht auf den Wert kommen, den wir brauchen. Aber wir legen einen Bürostuhl ab, um einmal neu zu würfeln und haben damit auch erfolgreich die Ablenkung genutzt und haben dieses Terroristenpaar besiegt. Die Schuss sind weg und wir dürfen 2 Karten ziehen und ein Item dürfen wir behalten. Das ist in diesem Falle die Granate. So, die Granate sagt, du bekommst einen D8, das sind hier die schwarzen Würfel. Ah, da ist die 8, genau. Und die Karte muss wieder unten drunter gemischt werden. Wenn übrigens der Kartenstapel leer wird und wir sind noch nicht durch die Räume durch und noch nicht tot, dann müssen wir den natürlich wieder neu mischen, den Ablagestapel, und machen weiter. Jetzt ist es wieder spannend. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, in einen Raum zu kommen. Und nochmal. Und nochmal. Das ist natürlich jetzt blöd. Wir brauchen einen Schlüssel, den haben wir nicht. Jetzt haben wir ein Move-Icon, 2 Search-Icons und den Key. Wir brauchen Move-Icons, Move-Icons, Move-Icons. Ha, super. Noch ein Search-Icon. Wir könnten uns jetzt die Granate nehmen, aber das hilft uns nichts. Wir müssen ja durch die Räume. Ach,
wisst ihr was? Wir geben jetzt das Move-Icon aus und gehen durch diesen Raum, aktivieren den, durch diesen Flur, so. Kommen wir in den Überwachungsraum. Wir können eine Zeit aufgeben, um drei Karten zu ziehen. Eine können wir ablegen, eine oben aufs Deck und die andere unten unters Deck legen. Dafür geben wir eine Zeit aus, ziehen drei Karten, 1, 2, 3. Eine können wir ablegen, das sind die Terroristen. Eine kommt oben aufs Deck und eine der Test kommt unten unters Deck. So. Jetzt ziehen wir wieder einen Flur. Jetzt müssen wir wieder einen Test machen. Da können wir Taschen durchsuchen. Haben wir erfolgreich bestanden und wir bekommen ein Key-Token. Das heißt, wir nehmen uns hier ein Schlüsselsymbol. Nehmen wir mal hier mit dazu. So. Aber der Schlüssel hilft uns jetzt gerade auch nicht. Wir brauchen jetzt Move-Icons für jeden dieser Gänge, durch den wir gehen können. Aber jetzt haben wir Terroristen und da wir hier zwei Lärm mindestens haben, nämlich drei, muss alles abgeräumt werden. Und diese drei Jungs hier müssen wir besiegen. Hier ist es jetzt aber so bei diesem Spiel, wir müssen uns erst für eine Waffe entscheiden, die wir einsetzen. Und ich glaube, mit den beiden laden wir gegen eine Zeit unsere Schrotflinte neu. Mit drei bösen Jungs. Wir müssen eine 5, eine 3 und eine 2. Das heißt, das werden wir nicht mit einem Wurf schaffen. Die Granate kann uns maximal 8 geben. Bei der Granate darf ich die Werte aufteilen. Wenn ich eine 8 würfeln würde, würde ich den 5 und den 3 Terroristen beide besiegen, sozusagen. Die werden beide von der Granate erwischt. Aber das reicht mir nicht. Ich muss ja mehr machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall, wie ich es mache, ist es verkehrt. Ich werde also erstmal eine Zeit aufgeben, um 2 Schrotflintenschüsse abzugeben. Eine 6 und eine 5. Damit treffe ich die beiden schweren Jungs, den 5er und den 3er. Von dem leichten Jungen bekomme ich aber noch einen Schaden. Den muss ich mir abtragen. Jetzt muss ich noch eine Zeit aufgeben, um die Pistole aufzuladen mit 4 Schuss. Und ich hoffe, mit einem Würfel gebe ich noch eine Zeit auf. Mit 2 habe ich erwischt. Habe ich wenigstens nur einen Schaden davon getragen. Die Hit-Tokens kommen wieder weg. Kann ich wieder 3 Karten ziehen. Und die Handgranate kann ich behalten. Die lege ich auch mal hier hin. Hätte ich jetzt 2 Handgranaten. Den Rest muss ich mischen. Aber ihr seht, wir verlieren hier Zeit ohne Ende gerade. Hier muss ich wieder einen Test machen. Ich könnte... Oh, den Test möchte ich bestehen, da bekomme ich 2 Zeit. Dafür werde ich das Regroup-Token ausgeben, nämlich die plus 2, um wieder auf die 5 zu kommen, um den Test zu bestehen. Und damit gewinne ich 1, 2 Zeit. Das ist gut. So, dann kommt das Regroup-Token weg. Der Test ist weg. Das ist eine Geisel, der Mr. Kobayashi, der gibt uns ein Schlüssel-Icon, wenn wir jetzt hier einen Raum aufdecken würden. Aber wir haben nur einen Flur. Munition brauchen wir vielleicht nicht. Das ist das, was wir haben wollen. Jetzt haben wir hier diese Tür. Dafür geben wir das Schlüsseltoken von Mr. Kobayashi auf und gehen durch diesen Raum, durch diese Tür durch in 2 Räume, müssen jetzt also einen ausführen. Hier können wir gegen eine Zeit einen Regroup-Token bekommen. Wir können uns also hier sozusagen kurz ausruhen. Und hier haben wir einen Test im Vorstandsraum. Wenn wir den bestehen, bekommen wir eine Zeit. Und wenn wir den verlieren, würden wir eine Geisel aus dem Deck entfernen müssen. Ich glaube, ich gehe in den Vorstandsraum. Das Badezimmer kommt weg. In den Vorstandsraum machen wir den Test. Den bestehen wir und bekommen eine Zeit. Das ist schon mal gut. Es geht weiter.
noch eine Tür. Und hier nutzen wir jetzt das Key-Token, was ich habe, und nehmen nochmal zwei Raumkarten. Ein Hotelzimmer und den Heizungskeller. Mit dem Hotelzimmer kann ich drei Karten nehmen und in beliebiger Reihenfolge platzieren. Und im Heizungskeller muss ich einen Test ausführen und würde eine Gesundheit bekommen im Erfolgsfalle. Und dann würde ich im Fehlerfalle würde ich eine Terroristenkarte aus dem Ablagestapel wieder hier zurücklegen müssen. Boah, ich glaube, ich lege den weg und gehe in den Hotelraum und dafür nehme ich die obersten drei Karten, das sind nur noch alle drei, und darf sie in beliebiger Reihenfolge zurücklegen. Ja, das ist natürlich super, da ist noch ein Terrorist dabei. Okay, wir wollen jetzt habe ich keinen Key-Token mehr, um nochmal durch eine Tür zu gehen, aber jetzt kann ich diese zwei Move-Icons aufgeben, um durch diesen Gang zu gehen, und der gibt mir wieder einen Raum. Jetzt bin ich in der Lüftungskanalisation sozusagen. Auch hier muss ich einen Test durchführen. Und ich habe keine plus 2, aber ich kann den Bürostuhl abgeben, um nochmal einen D6 zu werfen. Ich würde den Test gerne bestehen, weil ich dann nämlich Zeit gewinne. Jawohl, tue ich zufällig. Und damit gewinne ich noch ein Zeit. Sehr gut. Und jetzt habe ich noch eine Testkarte. Den Test habe ich nicht bestanden. Wir schauen, was wir tun müssen. If you fail, take one damage. Also ein Schaden. Und die letzte Karte ist ein Terrorist. So, da es jetzt aber weitergehen muss. Und wir sind noch nicht ganz. Wir haben jetzt die letzten drei Karten der Location-Karten hier erreicht und müssen jetzt schauen, eine der nächsten. Also jetzt kann das Dach kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann brauchen wir sowas wie die Schrotflinte oder die Handgranaten. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Wir müssen weiter aufdecken. Wieder ein Test. Das ist ein Double Fail. Der geht hier eine Zeit verloren. Der Mr. Kobayashi, der macht uns jetzt, hilft uns nicht, der macht nur Lärm. Aber er gibt uns das Key Token für die Tür. Und das heißt, ich kann zwei Räume. Die Tür sagt zwei Räume aufdecken und muss mich für einen entscheiden. Und damit wissen wir auch, hier ist das Dach. Oh, in beiden Räumen muss ich einen Test durchführen. Einmal im Tresorraum und einmal im Restaurantraum. Hier bekäme ich ein Radio. Im Fehlerfalle würde ich aber einen Damage bekommen. Und hier würde ich einen Test durchführen müssen und könnte mir eine beliebige Karte aus dem Deck raussuchen. Aus dem Discard-Stapel, der ist aber uninteressant. Ich nehme das Radio, das Restaurant. Das Restaurant, genau. Den Test habe ich nicht bestanden. Ich hätte zwar noch die Möglichkeit, mit der Pralinen-Schachtel neu zu würfeln, aber die bewahre ich mir fürs Dach auf. Das heißt, ich kriege jetzt ein Damage. Und jetzt, ab jetzt darf ich Test nur noch mit einem Würfel durchführen. Da kommt der andere Testwürfel weg. Aber der Terrorist schleicht noch rum. Ein Key-Icon habe ich nicht. Ich habe aber jetzt zweimal Lärm. Das heißt, jetzt darf ich den Dreier Terroristen bekämpfen. Und das mache ich mit einem Time 2 Schuss. Jawohl, der ist besiegt. Ich darf mir eine Karte aufdecken und die darf ich sogar in mein Inventar nehmen, weil sie eine Waffe bzw. Item ist. Die gebe ich auch direkt auf, um ein Magazin zu gewinnen, um nochmal nachladen zu können. Und jetzt habe ich nur noch einen Raum. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe Bewaffnung, das kann helfen. Jetzt brauche ich nur noch, in Anführungszeichen, Move-Icons,
um durch den Gang hier zu dem letzten Raum zu kommen, aufs Dach. Was haben wir denn? Ah, zwei Lärmliegen, ein Terroristenpaar. Boah, versuchen wir es mit der Handgranate. Wir müssen dann aber eine 8 werfen. Die Chance ist nicht sehr groß. Ein Achtel, 12,5%. Nein, wir laden gegen ein Zeit unsere Schrotflinte neu. Damit ist die aber auch, jetzt haben wir die letzten beiden Schuss und die geben wir jetzt aus für die beiden Jungs. Dann ist die Schrotflinte leer. Eine 7 haben wir geworfen, ist ein Hit. Und eine 1 hätten wir geworfen. Tja, ist so. Damit haben wir einen Damage bekommen. Hatten ein Zeit aus, müssen jetzt noch ein Zeit ausgeben, weil wir nämlich jetzt nochmal nachschießen müssen mit der letzten Kugel aus dem. Uah, und wieder ein Damage. Jetzt geben wir ein Zeit aus, um nochmal die Pistole nachzuladen. Puh, jetzt wird's eng. Und wir geben jetzt ein Zeit aus, um zwei Schuss abzugeben, die reichen. Zwei Karten aufdecken. Und noch eine Handgranate. Super. Ihr habt jetzt drei Handgranaten. Habe aber nur noch zwei Schuss in der Pistole. Übrigens, wenn die Pistole leer ist, kann ich die Karte umdrehen und kann immerhin mit einem D6 praktisch Nahkampf machen. So. Das Hit-Icon kommt weg. Dann geht es aber weiter. Wir müssen in den letzten Raum. Da stehen noch drei Terroristen, die da rumlungern. Einen Test muss ich noch ausführen. Letzte Gesundheit. Hätte ich einen Key-Token bekommen? Kriege ich nicht. Zwei Move-Icons. Die will ich nicht. Ah, die habe ich nicht. Zweimal Lärm. Jetzt muss ich kämpfen gegen drei Terroristen. Na super. Dann werfen wir eine Handgranate, wir müssen dafür eine Zeit aufgeben. Also Leute, es sieht so aus, dass wir kurz vorm Dach scheitern. Jetzt gebe ich die Pralinenschachtel aus, denn ich möchte nochmal würfeln müssen. Hilft aber auch nicht, war auch nicht besser. Und damit bekomme ich den letzten Schaden. Das heißt, jetzt kann ich, Moment, das ist kein Reroll, nein, jetzt habe ich keine Chance mehr. Ich habe keine Möglichkeit, diesen Schaden zu verhindern. Damit bin ich ganz kurz vor dem Dach, da ist es, bin ich gescheitert. Und auf dem Dach, gucken wir uns das mal kurz an, hätte ich dann noch gegen Lars kämpfen müssen, der eine 4, 5 und 6 als, mindestens 4 Schuss oder mindestens 3 Schuss hätte man ausgeben müssen, mindestens 3 Mal werfen hätte man müssen, mit mindestens 3 Schuss, um dann auch sicher zu treffen. Das ist ganz knapp erfolglos gewesen. Tja, so kann es gehen. Ein eigentlich spannender, aber eben doch vom sehr, sehr viel vom Würfelglück abhängiger Dungeon Crawler. Kann man es Dungeon Crawler nennen? Letztlich ja. Man crawlt hier durch ein Hochhaus. Man ist hier der einsame Kämpfer gegen eine Bande von vielen Terroristen. Ich persönlich mag das Spiel sehr. Mir gefällt das Artwork von Jorge Velez. Mir gefällt das Thema. Das ist hier stirb langsam, ohne Lizenz und ziemlich gut dargestellt. Man kämpft sich also wirklich epische Szenen wie die Machine Gun oder wie der Bürostuhl. Die werden hier ganz gut umgesetzt und dargestellt. Ich finde es toll. Ein lustiges kleines Spielchen, was man auch mal eben schnell, wir haben jetzt nicht allzu lange gebraucht, sind aber auch sehr weit gekommen. Dann dauert es natürlich ein bisschen länger, wenn man komplett durchkommt. Man kann aber auch sehr früh scheitern. Also auch das funktioniert oder passiert dann gerne mal. Wir haben noch andere Räume, den Aufzugsschacht, Treppenhaus, Atrium, einen Büroraum. Die sorgen da ein bisschen für Varianz im Deck. Das ist das Hunted. Und wir gucken noch mal ganz kurz, was macht Mining Colony 415 anders als Kobayashi Tower?
Das Thema ist jetzt nicht Stirb langsam, auch kein anderer Teil von Stirb langsam, sondern das Thema haben wir jetzt, ihr ahnt es vielleicht schon, das sind die Aliens. Hier handelt es sich um den, vom Thema her um den zweiten Teil des Films, der Filmreihe. Wir müssen hier auf einem, auf einer Station, auf einer Forschungsstation, müssen wir gegen Aliens kämpfen. Und die Farbgebung ist jetzt nicht in Blau gehalten, sondern in Rot-Orange-Tönen. Und ihr seht das hier auf dieser Karte. Ja, da seht ihr es. Das ist die Alien Queen, gegen die man dann ganz zum Schluss auf dem Landing Pad, auf der Landeplattform kämpfen muss. Und ihr seht hier eine 3, das sind aber dann nicht die Würfelzahlen, die Entscheidungen in Mining Colony 415, und das ist der große Unterschied, die werden mit Tokens getroffen. Ihr seht hier in dem Beutel, mal gucken, dass es nicht spiegelt, ihr seht hier Tokens unterschiedlicher Größe, Laserstrahlen, Flammen, einzelne Schüsse, die sind etwas kleiner, und ihr müsst den markierten Bereich dieser Fläche treffen, beziehungsweise dieser Fläche, je nachdem, ob man auf Easy oder auf Hard spielt. Das wird nämlich dann in den Deckel gelegt, beziehungsweise in den Schachtelboden. Und dann muss man einen Token nehmen, ich nehme jetzt mal das hier von Kobayashi Tower, und muss es in die Schachtel reinwerfen, in der Hoffnung, dass man trifft. Allerdings darf man nicht einfach fallen lassen, das wäre vergleichsweise einfach, sondern man muss es von außerhalb reinwerfen. Ich darf also, egal wo ich bin, muss aber das Icon, das Token loslassen, bevor ich über den Schachtelrand komme mit der Hand. Das heißt, ich muss es reinwerfen und muss dann hoffen, hier seht es, habe ich nicht getroffen, ich muss dann hoffen, dass ich diesen Zielbereich irgendwie mindestens mal ankratze, so wäre getroffen, so wäre daneben. Und das ist natürlich auch getroffen. Und damit hätte ich einen Treffer gesetzt, und bei der Alien Queen muss ich 3 Tokens in diesen Ring werfen, bei einem gleichzeitigen Wurf, wenn ich dann entsprechend bewaffnet bin. Aber das restliche Durcharbeiten durch das Deck, hier seht ihr auch wieder eine ganze Menge Location Cards, durch die Medi-Station, auch wieder Lager, Kontrollraum und so weiter. Das Durcharbeiten durch das Deck funktioniert aber auf die gleiche Art und Weise wie bei Kobayashi Tower. Es gibt hier Waffen, die euch 4 Schuss geben. Das sind dann 4 Token mit 3 Nachlademöglichkeiten. Und dann haben wir hier das eigentliche Hunted Deck. Da sind dann Aliens dabei. Und ganz normal auch hier Korridore. Aliens, Türen, die euch wieder Zugänge zu Raumkarten geben, Tests, die man durchführen muss, aber eben auch mit Tokenwurf anstatt mit Würfelwurf. Und jetzt sind sie alle andersrum gedreht. Habe ich einmal. So. Und auch hier Marines, Space Marines oder Stationsbewohner, die einem helfen können, Waffen, die man finden kann, Explosionen, wieder Waffen, das ist der Flammenwerfer, ich glaube, das war auch die zweite Promokarte von dem Kickstarter von damals. Der Granatenwerfer, auch hier also thematisch ziemlich genau das gleiche wie bei Kobayashi Tower, was die Mechanik angeht, thematisch dann Aliens 2. Und mir gefällt Kobayashi Tower besser, weil ich tatsächlich nicht so gut werfen kann. Mit diesen Tokens habe ich hier so meinen Ärger. Das gelingt mir nicht so gut. Das liegt aber an mir. Das kann bei euch komplett anders sein. Und deswegen ist bei mir Hunted nicht ganz so weit, meine Kolonie nicht ganz so weit oben wie Kobayashi Tower. Meine Nummer 9 aus meiner Top 10. Wenn euch das Spiel interessieren sollte, im Moment ist es in Europa meines Wissens nicht erhältlich. Ich kenne jemanden, der das bei Philibert noch bekommen hat vor wenigen Tagen. Aber da ist es nicht mehr verfügbar gewesen, jetzt zuletzt, als ich nachgeschaut habe, vorgestern. Und auch in anderen europäischen Shops scheint es das nicht mehr zu sein. Ich habe jetzt bei Kickstarter, da hat Gabe Barrett gerade seine nächste Kampagne laufen, beziehungsweise die Kampagne ist beendet, aber der Pledge Manager ist noch offen von Woad Witch. Das ist auf dem gleichen Grundprinzip beruhend, auf der gleichen Mechanik beruhend. Dann jetzt weder Stirb langsam noch Aliens, sondern das ist dann auf der Fernsehserie Stranger Things beruhend ein Spiel, was etwas anders läuft, wo man dann die Karten von der einen Dimension in die andere umdrehen muss. Das sind auch beidseitige Karten. Zeige ich euch dann, wenn ich das Spiel bekommen habe.
Das wird jetzt gerade meines Wissens produziert. Und der Pledge Manager erlaubt es mir leider nicht, diese Spiele zu bekommen. Das heißt, ich komme da auch nicht mehr ran. Aber ich habe dort auf Kickstarter bei Gabe Barrett nachgefragt und er weiß auch nicht von irgendeinem europäischen Shop, der das noch hätte. Er glaubt also auch, dass es im Moment in Europa out of stock ist, also komplett ausverkauft. Ihr könntet vielleicht bei Amazon.com schauen, ob euch da jemand, ob die noch nach Deutschland verschicken, denn Gabe Barrett mit seinem Shop selbst, bestwithone.com, verschickt nicht nach Europa. Und bei Amazon.com bin ich mir aber nicht sicher, was das für Folgen hat bezüglich Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer und so weiter und Zollgebühren. Zoll dürfte keine anfallen, aber Einfuhrumsatzsteuer und Versand dürften recht hoch sein. Also vielleicht ein rares Stück jetzt in Europa, ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich ein paar hundert, aber eben durchaus derzeit nicht käuflich erwerblich. Trotzdem meine persönliche Nummer 9 meiner Solospiele. Auch ein reines Solospiel wie meine Nummer 10, die Under Falling Skies. Die nächsten Spiele sind unter anderem Spiele, die man auch zu mehreren Personen spielen kann und nicht nur reine Solospiele, kommen aber jetzt in den nächsten Wochen auch nach und nach auf den Kanal. Das war ja eine Runde Hunted Kobayashi Tower. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Kommentiert fleißig, was ich vielleicht falsch gemacht habe in den Regeln, wo ich vielleicht hätte anders spielen sollen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.